Beide holen bitte. Sehr Ach, schön, sehr schön. Das danke, dass du das als Start sagst, beide Hoden. Ich sag mal, Servus, Grüezi, miteinander und hallo. Der Beißer kriegt jetzt schon die Schaft. Zum Flugsimulator. Flight Simulator. Auf mehrfachen Wunsch, woher der Joker weiß, dass ich das Spiel hab, aber egal. Wer ist dran schuld? Möchte der Joker, dass wir uns heute Flug antue, weil als ob Truck nicht schon schlimm genug wäre, will er einen Flug. Man kann jetzt hier auch Live-Uhrzeit machen. Das ist aber jetzt ohne Zeitzone. Dunkel oder am Tag. Wir machen Live-Flug natürlich, weil es ist ja halt dunkel. Und gibt's doch nichts. Wie bitte? Man sieht doch nichts, ob ich gegen Berg fliege. Nee, wir können das auch hier umstellen. Wundert mich das. So, ja, machen wir halt mal einen schönen Nachmittagsflug so um. Ja, wann ist der Nachmittag, Michael? Ne? Ja, hier 16.25 Uhr, scheißegal. Und wir fliegen jetzt von Freiburg. Freiburg Flugplatz ist drin. Ich wollte ja schon lange mal was Lustiges machen. Oh ja. Ja, die Begrüßungen waren aber auch schon mal professioneller, Michael. Ja, scheiß drauf. Wir sind überhaupt nicht da. Ja, scheiß drauf. Wir sind überhaupt nicht da. Michi spielt ja mit sich alleine. Mal gucken, ob hier Tirana drin ist. Albanien, das wird doch jetzt mal was. Wo willst du denn da hinfliegen? Ja, bei Tirana, Albanien. Du hast recht, wir fliegen nach Zagreb. So, wir fliegen, da gibt es zwei Flughafen, ach du Scheiße. Wir fliegen ins Weiße Haus, auf den Helikopterlandeplatz. Ja, das machen wir. Das geht doch nicht, oder? Da macht er doch einen Cut. Macht einfach Bumm. Macht einfach Bumm da unten. Ja, wir wollen doch was Lustiges sehen. Frankreich bis nach Washington. Von Freiburg bis nach Washington, ganz ehrlich, da fliegst du doch 10 Stunden oder so. Wann musst du arbeiten morgen? Okay, dann machen wir es kürzer, gehen wir jetzt nach Zagreb. So. Wenn du doch Echtzeit fliegst, guck mal, das alleine der Flug dauert jetzt gleich 2 Stunden. Dann wächst das alle nicht in Echtzeit 2 Stunden. Da steht in der Mitte 667 Kilometer 2,08. Ja, aber das sind Flugstunden, nicht Echtstunden. Das hast du gesagt, in Echtzeit fliegst du doch, oder nicht? Nein, ich flieg doch nicht in Echtzeit. Werden wir gleich sehen, würde ich sagen. Ja, dann gib mal Gas. Entweder ist an 2 Minuten da oder an 2 Stunden, wird's ja sehen. Gut, jetzt machen wir es halt. Na gut. Dann nehmen wir jetzt mal halt Zürich. Lass dir die Finger nicht da reinquatschen. Dann nehmen wir Zürich, aber wir nehmen ein ganz spezielles Flugzeug. Die Bomber vom 11. September? Alter! Ja, damit hättest du ja aber rechnen können. Nee, wir haben was ganz Tolles. Eine A308, eine A320. Die wird in Freiburg in echt niemals starten, aber hier schon. Ja, weil ihr gar nicht so einen riesen Flugplatz habt, oder? Jo, passt, macht ja nichts. Wir nehmen jetzt eine A320 und gut ist, ein bisschen Flight Conditions bearbeite. Ist ja nur Google Maps da drunter, ist ja kein richtiger Grab. Tatsächlich, Freiburg fehlt Stadion noch. Da haben sie die Google Maps Karte von 2020 genommen. Machen wir mal ein bisschen Live-Wetter und dann würde ich mal sagen, close mal das Ganze hier und machen mal ein bisschen Fly. Jetzt, meine lieben Damen und Herren. Fly on the wing of love. Fly, Joker, fly. Also, ich bin's nochmal, die D-Serie. Ich bin Ihre Saftschubse. Was hätten Sie gern? Ein geschubster Saft hätte ich gern. Okay. Geschürt oder gerüttelt? Geschürt. Geschnürt oder auf der Toilette? Geschürt oder gerüttelt? Was, gerüstet? Lecker. Ach, kenne ich zu der Frage des Arbeitens um 10 morgen. Um 10. Sonst wäre ich schon weg. Wäre ich schon gegangen. Auf Wiedersehen.
Aber deswegen ist es ja super, dass wir jetzt gemeinsame Flug-Action erleben. Holy shit, der Bearman ist in der F2 auf Platz 16 und in der F1 auf Platz 12. Ja. Auch ist so aber nur ein Rennen gefahren. Zukünftiger Weltmeister. Er gibt sich gar nicht ab mit F2. Ich habe mich ein einziges Wort verstanden. Ich habe es ein bisschen leiser gestellt. Nee, so. Ich hab gehört, was er gesagt hat. Aber ja, was er gesagt so hat. So schnell wie die ganzen Kommandos da runterrasseln. Ja, hier mein erster Gang, zweiter Gang, hier. So, hier oben steht ja, was wir gleich machen müssen. Ich würde einfach sagen, guten Tag, meine lieben Zuschauer. Herzlich willkommen auf der Flug 357865578333. Hier in der Gern-Air-Maschine von Freiburg im Breisgau nach Zürich. Ich bin Ihr Kapitän. Ich bin Ihr Kapitän, Conny Dax. Und ich werde Sie jetzt richtig wegbängen, meine Damen und Herren. Und da fangen wir mal an. Erstmal die Parkbremse löse und dann mal ja so ein bisschen jetzt. Die Parkbremse löse. Ja, und da kann man hier noch ein bisschen. Ich wollte mich in dieser Selbsthilfegruppe auch noch vorstellen, Herr Guten Tag, ich bin Erik Berger und ich habe Angst vor dem Fliegen. Vielen Dank. Gute Nacht. Jetzt wird's gleich wild. Da hebt er gleich ab. Oh Gott. Da hebt noch gar nichts. Und ich bin die Stewardess und lutsche in den Kronen. Deswegen geht's Boeing. Oh, was ist denn das? Das ist die Kröne. Also das hat aber funktioniert letztes Mal. Aber ich bin der Michael Meister, ich war Ihr Kapitän bis gerade eben. Ich bin jetzt im Fluss. Jetzt bin ich arbeitslos und ich suche einen Job als Pilot. Also stimmt, Michi, das ist der Flugsimulator, nicht der Flusssimulator. Hast du was verwechselt? Ich glaube. Das, aber man konnte es irgendwo zurücksetzen. Ich weiß noch nicht. Wenn du die Taste findest, wo du die Rede einfährst, oder momentan. Also so sieht das Flugzeug aus, meine Damen und Herren. Das läuft schon mal sehr hochprofessionell. Ich bin ja auch kein Pilot, also deswegen. Aber beim ersten Mal hat es geklappt, das weiß ich. Dieses Bild. Das muss doch das Thumbnail werden. Hast du denn auch so eine große Maschine oder eher was kleineres? Ah, so was Kleines, ja. Das war falsch. Aber jetzt würde ich gerne Foto. Ich bin dafür, dass das das Thumbnail. Ja, wenn ich die ganze Einblendung einklappen kann. Ich frage mich gerade, kannst du überhaupt auf dieser Landebahn mit dem Viech eh abheben und kriegst du überhaupt die Schlüssel? Ah, das muss doch eigentlich gehen, normalerweise. Ja, wenn solche Maschinen bei euch in Freiburg eigentlich nicht starten, landen, dann ist das nein, dann ist die Landebahn zu groß. Ob das Spiel das jetzt. Ach, Jocke, jetzt sei ich so realistisch. Ja, ich meine. Die Landebahn ist nicht zu kurz. Wir müssen jetzt einfach nur irgendeinen Rückwärtsgang finden. Ich weiß vom 95er, von den 95er damals, wie schwierig das war. Oh, den wollte ich mir ja auch mal noch runterladen. Guck das an, das sieht doch alles nach einem Plan aus. Ich muss sagen, ich finde das Schönste, dass da links der Ikea ist. Da würde ich jetzt gerne hin. Ich würde da so ein Ikea-Regal für den Tannen und den Ernst holen. Ja, der Ikea. Ich kann den Cockpit zusammenbauen. Der Meister ist auf jeden Fall runter von Runway, ja, auf jeden Fall. Der Ikea steht da auch wirklich, das stimmt. Und die, Achtung, ich bin auf der Straße, das ist hier die B31, sollte es sein. Ja, da fahren auch Autos gerade noch irgendwie an. Okay, das sind also Google Maps, die fahren auch durch, wie man ja hier schön sieht. Die kommen hier auch durch, also. Es ist halt eine neue Brücke, ist halt eine Design. Achtung, auf der 1 kommt ihnen ein Flugzeug entgegen. Da schießt ihnen ein Flugzeug entgegen. Ich glaube, die können runter durchfahren. Ja, das der Kapitän findet die Klappe, damit die Reifen eingefahren. Ich möchte auch noch ein Reset machen, please. Ah, Restart. Okay. Ach schade, ich hätte gern gesehen, wie du da jetzt wegkommst. Ja, aber alle Tasten schon. Da drücken musst. So. Wir haben das jetzt nicht gesehen, liebe Leute.
Und hoffentlich landet man nicht im Ikea. Da übrigens war die Messe. Man hat es aber kurz. Das Stadion ist hier noch nicht. Das Stadion müsste hier oder da drüben. Ich glaube, da drüben. Da müsste das Stadion jetzt sein. Hier. Das ist aber, glaube ich, wahrscheinlich noch eine. Von wann ist der Simulator? 2020 und da war Stadion noch nicht fertig. Da müsste Stadion hier in der Nähe sein. Das ist hier noch nicht drin. So. Wir probieren es einfach nochmal. Aber es war. Erstmal bei euch oft abgehackt. Ja, das ist alles abgehackt. Die ganze Übertragung bleibt immer mal wieder. Abgehackt. Das war gut übersetzt. Ich verstehe auch nicht, warum das Flugzeug nicht noch weiter ein Stück hinter hat. Damit ein bisschen mehr. Gib doch zurück, Beißler. Rückwärtsgang. Die Ruder-Controls. Jetzt wird also, gerudert. Auf jeden Fall noch mehr Gas geben. Noch mehr. Wo es 145 Knoten erreichen. Ruder kommt vor Luder. Da bist du. Zu früh abgehoben. Emergency Break. Und jetzt einfach mal einen Fluss rüber. Komm, ich schaff's das, ich weiß. Und bam. Hui! Ja, hey, ich dachte, der hört auf dann irgendwann. Der macht dann Schwarzblende. Okay. Was für eine Schwarzblende? Du Rassist, Weibo. Aber ich bin schon mal nicht mehr auf der Autobahn gelandet. Ja, schon weitergekommen. Jetzt hast du die Natur gekillt. Das macht nichts. Ach, aber wenn man als Flug sieht, bist du bestimmt 5 Meter geflogen. Wir kriegen das hin. Durchs Cockpit. Ich werde diese A320 ja, noch von der Freiburger Landebahn nach oben bekommen. Ja, hier nochmal. Wolltest du nochmal hin nach Amerika? Nee, nach Zürich. Ja, das hat Joker nicht mal mitgekriegt, dass ich das jetzt gerade nochmal kurzfristig geändert habe. Weil Kenny sagte, der Flug könnte 2 Stunden dauern, deswegen. Nein. Weißt du, jetzt schaut links, ne? Siehst du da Airspeed? Da musst du 145 erreichen. Vorher kannst du das Ding nicht hochziehen. Airspeed. Ganz links, das was jetzt. Ja, das sehe ich. 60, 70, 80, das schafft er niemals. 145 musst du erreichen, um hochziehen zu können. Oh, kann das irgendwo? Warum? Oder weißt du das einfach? Weil er die Bremse benutzt hat. Nein, ich habe gar nichts gedrückt. Was hast du da noch alle anderen Hilfen an? Wahrscheinlich das runterdrücken. Ach nee, die Emergency-Bremse hat eingegriffen. Wie kann man die ausschalten? Schon unter den Assistenten oder so. Du hast ja wahrscheinlich alle Assistenten noch an. Die Emergency-Bremse. Emergency. Woher weißt du das, Kenny, mit 145? Steht da. Achso. Hier steht nichts gelesen von Emergency-Bremse. So. Also, es ist wirklich, glaube ich, denke ich mal, haargenau, dass du, wenn du die Landebahn zu Ende ist, dass du die 145 erreichst. Ach, die gäbe doch. Ja, dann greift in dem Fall vorher die Emergency-Bremse ein. Die sagt sich nie, der Beißler, ich nicht auf nee. Die lässt sich auch gar nicht lösen. Ja, und außerdem, warum fliegt jetzt in die Schweiz? Ich darf nicht in die Schweiz, ich bin, werde da staatlich gesucht, ich darf da nicht hin. Also mache ich immer die Bremse hier, ich will da nicht. Lass uns lieber nach Buxtehude fliegen. Bahn trifft's besser. Ja, wir haben mit dem Ruder da hin und her. Moin. Geiler Arsch. Macht's aber, glaube ich, von der Geschwindigkeit jetzt nicht mehr. Schon. 20? Wieder. Ja, wahrscheinlich ist es tatsächlich echt realitätsgetreu, dass man mit der Maschine hier nicht fliegen kann. Dass die Landebahn zu kurz ist. Aber ich bin schon mal wieder in der Natur. Das können wir nur einfach, ganz einfach testen, indem wir jetzt einfach eine kleinere Maschine nehmen. Geht ja nicht anders. Ein Düsenjet. Hast du denn jetzt versucht, das auszustellen, dieses? Ich hab's gar nicht gefunden. Startet erstmal. Okay, er spielt. Ich will mal tippen mit den Optionen, aber kann mich auch täuschen. Vielleicht solltest du wirklich nochmal gucken, ob du das nicht doch nochmal auf Deutsch oder anstellen. So, und dann nehmen wir nicht mehr den A360, sondern... Hast du es echt runtergeladen, Kenny, das Spiel? Ja.
Okay. Hast du dir auch die 160 gegeben? Ne, die 160 kommen jetzt Nacht. Okay. Weil der Launcher ist nur 2 GB. Ich guck grad, welche Maschine ich denn das letzte Mal hatte. Ich glaube, die hier hatte ich gehabt. Den Robin. Okay, den Robin will ich kennen. Dann machen wir den. Wenn der Valvo, dann machen wir den. Wo ist Batman? Flight Conditions, AI Traffic, No Crown, Preset. No Crown? No Crown? Robin 400. Der muss ja jetzt, also mit dem müssen wir ja jetzt. Aber ich werde es nochmal ausprobieren, offscreen, ob ich die A380 nicht irgendwann in Freiburg mal hochkriege. Darauf in den Arsch hochkriegt. Ja. Ich meine, normalerweise, wenn du so eine irgendwas anfliegst, könnte man sicherlich einen ganz guten Talk da nebenbei machen. Bevor man dann irgendwann im Wasser landet und so so eine Hochrechnung. Oder du simulierst halt Airline Tycoon 2. Du spielst Airline Tycoon 2, dann fliegst du selber eine Route in Microsoft Flight Simulator. So, das ist eine tolle Sache. Danke, Valvo. Ich weiß, dass du meine Ideen sehr feierst. Die hat gar kein Airspeed. Doch, aber es ist rund. Ah, okay, das wurde mir jetzt gerade nicht angezeigt. Wie so ein Papierflieger. Boing. Und in diesem Fall, Damen und Herren, keine Sorge, wir sind ein australisches Flugzeug. Er hofft nicht mehr. Und nochmal, Damen und Herren, Sie sind einfach zu fett. Damen und Herren, wir haben gerade mit einem Altflug ein Problem zu tun, ich krieg ihn nicht hoch. Ich fliege jetzt immer auf die Autobahn. Aber ich könnte ja mal versuchen, zum IKEA zu fahren. Ich brauche gerade mal ein Regal. Da, ich muss mal schnell zum IKEA. Ich brauche neue Tragflächen. Da liegt der wieder voll rum, ey. Also zum IKEA haben wir es auch nicht geschafft. Ah, das kann doch nicht wahr sein. Also. Ja, du darfst auf jeden Fall nicht so die Nase so hochziehen. Oder? Aber jetzt weiß ich schon mal was beim A380. Das ist auf jeden Fall schon mal besser geflogen. Nee, da wurde das nicht angezeigt mit dem, dass das abgehakt war. Doch, auf der rechten Seite. Nee, aber nicht beim A320. Vielleicht ist der wirklich zu lang für den. Vielleicht ist das wirklich so realgetreu. Nee, aber da stand doch jeweils so da 145, waren es hier, was waren es? So. Bei dir brauchst du jetzt 54 Knoten zum Starten. Ah, steht es hier? Irgendwo? Siehst du manchmal, wenn du vorher hochziehst, dann steht da, du brauchst so und so viel Knoten. Ah, und das bei einem anderen hat man das nicht geschafft vorher. So. Und Michi, wir meinen nicht ins Xbox-Kabel. Sondern wirklich Knoten zum Fliegen. Was? Die sind nicht verknotet, die sind entwirrt. Du musst auch nicht die Ruder jetzt gerade, glaube ich. Ja, aber das wird ja hier, das zeigen wir an. Ja, das sind Informationen, aber nicht, dass du die Ruder schwenken. Wie so ein Hai. Keep Aircraft straight, das ist dabei das Geheimrezept. Jetzt ganz hoch, aber langsam. Ganz langsam, ja. Jetzt kommt jetzt runter. Ja. Jetzt voll der rote Pam. Nicht zu. Schön gerade ein. Oh, Gott. Oh nein. Ja, komm. Release the park. Ich will doch gar nicht parken, Mensch. Ich wollte doch fliegen. Lass da jetzt die Geschwindigkeit wieder du kommt. Siehst links Airspeed, danach siehst du Engine, dann siehst du Fuel und dann siehst du dieses AOA. Das ist dein Winkel zum Hochziehen. Sobald das gelb wird, musst du aufpassen. Ich wollte doch zum IKEA. Hallo. Okay, da komme ich, glaube ich, nicht mehr hin zum IKEA. Ach was. Wo ist denn eigentlich die Kamera? Da ist der IKEA. Hinten die Bäume aus, holy shit. Die Bäume sehen aber creepy aus. Das ist auch schlimmer als jedes Horrorspiel. Ja, schon. Wie toll schon. Die kann auch durchsägen, habe ich gerade gesehen, die Bäume. Kickt mal alles oben. So wie bei Torchance mit Ailton. Würde der Ailton bestimmt auch gut finden.
fliegst du mit so einem Holzfäller. Flugzeug, nächsten Tag alle aufräumen. So. Aus da so Äxte drauf. Wir schaffen's. Wir kriegen's heute noch. Rakettensäge. Geflogen. Nein, nicht mit einer Kettensäge, sondern wir kriegen's einfach so geflogen. So, wir müssen jetzt den Airspit warten, dann brauchen wir den Engine und das andere weiß ich nicht, was wir damit machen müssen. Ich glaube, du brauchst eine neue Captain. Die alte ist im Krankenhaus. Kann man das auch remote playen? Remote crashen, meinst du? Der eine gibt Gas, der andere versucht, das Ding hochzuziehen, dann macht links oder rechts. Nein, gleich zwei Flugzeuge parallel, die da starten. Ja, Multiplayer, würde das eigentlich gehen, so was? Ja, gibt's ja einige, die das gemeinsam spielen. Naja, also wenn es mal irgendwie für einen guten Preis Nein! Oh. Ja, weil da hat wieder die Automatik reingetriggert, oder? Ich glaube auch. Dass da irgendwas immer blockiert. Aber ich glaube, bei meinem Glück würde das Spiel wahrscheinlich meinen Rechner nicht mehr mitmachen. Oh Gott! Zu Spielspruchschanze, geil. Ja, Parkplatz! IKEA! Ich brauche noch ein Regal, kann ich noch eins schnell mitnehmen? Also ich habe schon mal zum Wareneingang vom IKEA geschafft, das ist doch schon mal was. Ja, Fly-In, wer kennt's nicht? Jetzt zu McDonald's. Der McDonald's ist zu weit weg, der ist zu weit weg. Kannst doch zu dir nach Hause. Aber, probier doch mal in die Optionen reinzuschauen, Beißner. Ob du da irgendwelche Sachen... Da ist wieder irgendeine Automatik gerade hochgegangen. Aber da krieg ich ja wahrscheinlich gar nicht mehr hoch. Die kriegst du jetzt aber auch nicht hoch. Du musst ganz sachte. Wie bei einer... Nein, das war das. Wie bei... Hab ich keine Erfahrung. Wie wenn du so ein IKEA-Regal aufbaust. Wie bei so einem Rennspiel, wenn du ganz sachte auf Gas gehen musst. Halt, oh Gott, das hat ja da schon nicht funktioniert. Bei Project Cars 2, willst du mir sagen. Ganz nicht so schnell. Sonst komm, fang du erstmal zu landen und wieder auf die Geschwindigkeit zu bauen. So, jetzt zieh nochmal durch und nochmal hoch. Vorsichtig. Ja. Ja. Wir fliegen. Und jetzt voll der Runde. Ja. Hey. Wo habe ich schon auf die erste Kurve? Ah, ich glaube, dieser ADA-Anzeige, wenn der rot leuchtet, dann ist es kritisch. Ja, wie jetzt gerade die Anzeige. Nein! Das ist die erste Kurve. Wenn er die nächste reagieren würde. Ist ja doch geil. Der Robin hält halt was aus. Ja, jetzt noch ein paar Bäume umsäbeln, jawohl. Was nennst du Bäume, Jocke? Naja, das, was da spielt. Oder Google halt. Bäume hält. Ich gebe es noch nicht auf. Wir schaffen es noch. Wir werden noch das Ziel erreichen. Ich bin da fest. Sehen und sterben. Ich bin da fest von überzeugt, dass wir das heute noch erreichen werden. Na, heute wird schwer, glaube ich. Vielleicht hätte ich doch nach Israel fliegen sollen. 22 Minuten hast du noch. Meinst du nicht 12 Minuten? Minuten, dann ist heute vorbei. Und der Flug dauert 12. Wenn der wirklich in Echtzeit so dauert. Nicht so schnell. Mit dem wird man wahrscheinlich auch nicht so hoch kommen, oder? Mit so einer fetten Boeing. Da soll's ja nicht. Das sind ja auch die Maschinen, die man ja eigentlich mal jetzt gut sehen kann, wenn man worüber fliegt. Weißt du, du musst jetzt hoch bis auf 500 Fuß. Du bist jetzt gerade bei 190.
muss immer einen ganz, ganz leichten Winkel nach oben hin. Nicht 12 Grad ist schon zu hoch. Da piepst du aber immer! Es piepst aber immer! Ja, nicht runter! Nicht runter! Nein! Raus, Michi! Falsche Richtung! Klöng! Dann wieder zu stark hochgezogen und nochmal Klöng. Oh, wo setzt sich das? Jetzt ist ja boah. Komplett verbuggt gewesen. Das war an Info wohl eigentlich. Und warum? Bei Google Maps. Ist gar nicht Google, oder, Kenny? Ist das nicht Bing Maps? Ja, oder irgendwie so. Auf jeden Fall dieses Maps-Ding ist das halt. Sieht gut aus, Michi. Hat was. Freestyler. Wir haben unseren Flugstandort, Flugzielort erreicht. Bitte steigen wir aus. Ich glaube, das muss an der Maschine liegen. Das der kann, Kunstflieger Michael B. Es muss an der Maschine liegen. Eindeutig. Ich probiere mal noch eine andere aus. Also das muss ich an der Maschine. Lage am Robin. Ich würde noch mal gucken, ob ich die Deutscheinstellung und wegen denen was aktiviert das an Flughäfen. Was man da vielleicht noch mal. So, aber ist ja egal, man quatscht sich ja eh dumm und dämlich. Also. Doch Zürich. Und dann tun wir das ein bisschen hell machen und dann nehmen wir mal auf. Sind das deine Versuche bisher, die man da sieht auf der Karte? Wie? Diese Pünktchen? Ach, da war gerade nein, auf der nein, Karte nein, das da. Sind, glaube ich, Flughäfen in der Nähe und ich habe ja diese Premium-Ding, da sind 25 original nachgebaute Flughäfe drin. Ne, bei Freiburg, weil da lauter Pünktchen sind. Ne, das sind hier irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Okay, Sightseeing. Wurde überall schon reingekratzt. Nein! Ich glaube hier den Trexto, den bin ich da. Sightseeing mal anders. Den Trexto bin ich geflogen. So, jetzt gehen wir mal los. Freiburg sehen und crashen. Das Live-Wetter, close, fly. I want it, get away, I wanna fly. Vom Lenny. Das war mal eine Peugeot-Werbung, das Lied vom Lenny Kravitz. War auch so um 2000 rum, gell? Der Song? Oder war der sogar noch 99? Boah. Das war auf jeden Fall... Kenny ist Free Lock, das was da mit R zum Aktivieren ist, ist das vielleicht so ohne irgendwelche... Zwänge quasi. Ich interpretiere auch immer nur aus dem, was gerade auf dem Bildschirm auftaucht. Mhm. So. Ich will den Steger sehen. Den Steger nackig sehen. Da klingt der schon wie so ein Rasenmäher. Das passt ja schon perfekt eigentlich. Die perfekte Maschine. Damit bereicht er nicht die ganze Welt. In 80 Jahren um die Welt. Genau so. Nicht so. Aber die kann ich in der Luft halten. Oh Gott, die Turbulenz gewesen. Ich glaube, ich bin der Erste der Reihe. Haben der Bessler schon aus dem Cockpit geschmissen. Wir übernehmen ab hier. Ja, das ist immer gut. Oh, ich kann langziehen, das ist gut. Wo ist meine Hose? Anti-Stress? Was stand da? Anti-Stress-Ball? Nein, ich brauche nicht jetzt. Aber wir fliegen schon mal nicht im IKEA und auch nicht, das ist doch schon. Weißt mal du, wo du hinfliegst? Ja, da wo der Pfeil nach ist, da müssen wir, glaube ich, hinfliegen. Ja, deswegen fliegst du ja auch in den Komplett, ey. Ja, er hat die Welt erkunden. Tower, 741. We are flying, yes, you hear this, flying. Hallo. Ich wollte da testen, ob man da mit dem Ding reden kann, aber... Danke, Anton Riefen haben wir auch jetzt gar nicht. Buchholz.
Aber warum ist die andere Maschine da nicht in der Luft halten wollte, weiß ich auch nicht. Das verstehe ich auch. Kann ich auch nicht verstehen. Ja, weil ja alle verschiedene Stärken und Schwächen und leicht und schwer zu steuern sind. Sieht doch leicht unrealistisch aus, was der Bessler dafür Manöver vollführt. Naja, aber wenn man das halt mit Controller und alles spielen kann, ist ja logisch, dass er da. Also muss man sich einen Joystick holen, dass man es richtig spielen kann. Lenkrad. So, meine Damen und Herren, wir sind jetzt gestartet. Ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Startphase mit. Ich bitte die Verspätung zu entschuldigen. Alle kommen gerade wieder zu sich. So. Wir mussten noch zum IKEA und mussten noch ein paar technische Probleme lösen. Aber ich hoffe, jetzt sind alle wieder fit und wir sind jetzt auf dem Weg Richtung Zürich, meine Damen und Herren. Und viel Spaß. Ich habe noch eine Frage. Wo haben die eigentlich ihre Flugtänzer? Und ich hoffe, sie haben eine Flugversicherung abgeschlossen. In irgendeiner Buffiki-Ficki Seemannsbar? Also mal, warum riecht das eigentlich immer wieder in einem Schwall, wenn ich bremse, so nach Kotze hier vorne? Entschuldigung, mein Fehler. Aber man kann sich auch mal die Umgebung angucken. Hier hat man das schöne Flugzeug. Hier hat man unten eine schöne Map. Du musst schon so einen Flug machen, wo es richtig schön ländlich war. Also ist doch hier, es ist doch schön ländlich. Hier, man sieht doch, wo man... Deswegen sage ich ja, so richtig Flug, wo alles neblig ist, wo du die Landebahn schon gar nicht siehst. Das ist Feeling. Eine gute Idee, okay. Ja, eben. Ja, dann hätten wir doch Nacht einstellen müssen. Nö, einfach so richtig schönes Regenwetter. Neblig, Passau. Kann man auch alles bestimmt einstellen. So, L, B und A. Kann man hier L, B und A. Also L, B und A. Point of Interest. L, B und A, da passiert nichts. Ja, doch, ich zeig dir da, wo du hin sollst. Alpensteig unten. Da zeigt er dir den nächstgelegenen Flughafen an. Das ist nur ein Gewackel. Geht einfach so der Fallschirm auf. Mit alle da drin, scheiße. Ui. Ach, ich hätte jetzt ja nichts darüber einzufallen, wenn du jetzt versuchst, Looping zu machen. Ich weiß nicht, ob das jetzt gut ist. Wir werden alle sterben. Wir werden alle sterben. Aber ich glaube, es wird nicht funktionieren. Wir werden noch Loopings genug sehen beim Landeversuch, glaube ich. Na, das glaube ich eh nicht, dass du ihn da noch so hoch kriegst. Dann weißt du nicht, was Looping ist. Das glaube ich mit der Maschine nicht unbedingt möglich. Schau, der Gareth Bale ist mit dem Cockpit. Der labert die ganze Zeit nicht wohl. Ja, das ist Basel. Basel. Die französische Bezeichnung für Basel. Nicht alles weich. Weich. Was sagt denn Basel? Bleiben Sie von los, fern von uns. Bitte landen Sie in Österreich. Wir wollen nicht alles zusammen klöppeln müssen. Zürich Funk, so jetzt habt ihr das Problem. Jetzt habt ihr die Arachkarte. Hinterzarten. Ja, das ist da kommen auch viele Skispringer her. Die Tatoma zum Beispiel. Wir sehen auch. Sven Hannawald hat ja auch mal dort gelebt. Zu schnell hoch, hätte ich gedacht. Aber ja, hier kannst du halt irgendwie mit dem Fuß aufstellen. Neuglashütten, das sind ja mal Orte. Ja, die heißen auch das so. Das ist im Schwarzwald oben. Altglashütten, Neuglashütten, Schluchsee, Titisee. Ja, mach ich auch mal. Ja, Kaputtglashütten. Kaputt, alt, Kaputtglashütten auch gut. Da der brennende Müllberg. Der Hinterwaldbau. Das hier, ich bin jetzt nicht sicher, ist das der Bodensee? So richtig erkenne ich es noch nicht. Du mal aus der Nähe an. Ja, flieg da einfach mal runter.
Ich bin einfach bei dir. Hier gibt es noch Aule. Die Eule gibt's auch da. Kur, kur. Ich drehe mal die Maschine nach rechts, ich sehe nichts. Flieg mal zur Eule, Michi. Fischmachen. Zu deiner Rechten sehen sie Eule. Ja. Ah. Das ist schon geil. Oh Gott. Da ist doch keiner drin. Ah! Da fliegt nur dieses Ding. Nee. Jetzt einfach so mal, einfach mal so die Scheibe runterfahren. Den Wind zu spüren. Aber wir sind schon am Schluchsee. Okay, das ist der Schluchsee hier. So sieht er aus. Eisenbreche. Da muss ich auch mal breche. Wir sind schon über ein Eisenbreche. Wir brechen schon da rein. Ja. Aber ich würde sagen, die Zeit, die lange Zeit wird, ist schon echt Zeitflug. 12 Minuten. Also glaubst du tatsächlich, dass der wirklich jetzt 12 Minuten geht, der Flug? Ja. Musst du nachher ein Video sehen, wenn du da nochmal. Ja, aber das heißt, wenn du so einen Langstreckenflug machen willst, musst du dich ja einen ganzen Tag vom Computer setzen. Ja, deswegen hat der Kenny gefragt, ob du die Einstellung da aktiviert hast mit dem Echtzeit, ne? Also musst du die wohl aktiviert haben. Ah, Jocke, jetzt hast du deinen Nebel des Grauens. Ah, geil. Ich muss mal schauen, ob es da wirklich auch eine Einstellung gibt, dass das so einen schnelleren Zeitvorlauf gibt. Das muss doch sicher, also kannst du den ganzen Tag da. Also gut, es gibt ja Leute, die spielen sowas. Ich hatte mal Praktikum gemacht bei einem Computerhändler und der hat daheim am PC gehabt Train Simulator. Und der hat da wirklich auch alles so aufgebaut, alle Add-ons gehabt. Es war auch von Microsoft des Spiels und hat dann da sich an dem Computer stundenlang nur Train Simulator gespielt. Naja, ich meine, American Trucker ist natürlich nicht diese große Reichweite. Aber ist auch nicht Echtzeit. Aber ich sehe ja, bei Flight Simulator gibt es auch genug Leute, die das streamen, die das halt in Echtzeit streamen und halt wirklich so eine riesen Tour fliegen. Aber das ist ja nicht Echtzeit beim Truck Simulator. Da dauert es ja nicht aber 20 Stunden. Ja, aber wenn du jetzt trotzdem eine Fahrt von Los Angeles bis halt wo Nebraska, Nevada, was jetzt da das am weitesten weg liegend ist im Spiel, fährst du ja in Echtzeit ja auch x Stunden. Da fährst du ja auch ein paar Stunden Echtzeit. Wenn aber du dich auch nicht an die 20 Stunden, die da draufstehen. Igelschlag. Ja, nicht 20 Stunden, aber da musst du dann in Echtzeit wahrscheinlich auch 2-3 Stunden fahren. Wenn du dich durch die Verkehrsregeln solltest, eigentlich durchbrettern, viel schneller. Verkehrsregeln. Hallo. Eigentlich sind der Simulatoren auch alle dazu da, realistisch. Bla bla bla. Was wollt ihr denn von mir? Was willst du von uns? Wie kommst du mich doch von der Seite an? Ja, nur weil der Bessler so fliegt wie so ein besoffenes Eichhörnchen. Durch den Nebel des Grauens. Der ist lustig, wenn er landet. Das sind ja noch 37 Kilometer. Zurich Center, Beechcraft, Alpha Sierra, X-Ray Golf, Sierra 10,400 feet. Wenn er noch eine Looping fliegt, dauert es noch ein bisschen länger. Vielleicht schlägt der Wiper gleich der Blitz an und dann segelt er weit hin. Außerdem nichts, weißt du, die ganze Zeit ist einfach nur Sonne. Ein Blitz, damit weißt du aufhört zu fliegen, ey. Hol den da runter. Jetzt hat Gott endlich die Schnauze voll. Hol da. Er schmeißt so eine fette Gans da vorne rein. Über den Wolken muss der Michi wohl grenzen. Hier geht doch gleich der Sprit aus dem Beißler. Alle Sorgen. Bei der Hälfte bist du schon mal, Michi. Ja, die werden das schon richtig betankt haben. Wenn nicht, haben wir halt dann. Wenn also nicht, haben wir halt ein bisschen Pech gehabt, wenn ich nicht richtig betankt habe. Ich würde doch mal zum Ikea fliegen und dann nochmal die Schippe nachholen. Eine Schippe spät nachholen. Ach, der Michi im Hof, der einfach das Wetter. Wie die Profis das machen. Na, ich ist doch ein Wetterkabusch. Wie in echt bei uns, wo die eine Maschine den Hagel geflogen ist, die komplette Front zerrissen hat. Oder ich dachte, der Michi macht heute so eine Barcelona-Rundfahrt. Hat eine Luna-Schnecke. Einmal da landen.
Ja, wie? Das geht doch gar nicht. Wenn der Flug Echtzeit ist, dann fliegen wir da ja 2 Stunden nach Spanien. Ja, jetzt nach Job Siefert. Fängst halt in Barcelona an zu fliegen, das dauert ja 2 Stunden. Aber man kann den Flugsimulator 95, kann man sich bei Abounded wäre auch runterladen. Vielleicht mache ich das mal. Ist das die Flugbahn hier angezeichnet? Hm. Sieht interessant aus. Ich glaube, das ist diese Landebahn. Ich glaube, wir nähern uns. Da musst du aber anders anfliegen, glaube ich, wie das aufgebaut ist, hätte ich jetzt gesagt. Das sind die Blutflecken, die da schon mal vorsorglich platziert wurden. So viele Piloten, aber so viele Leute sind doch gar nicht an Bord. Das ist der für dich markierte Anflugweg. Also ich finde Blutflecken realistischer. Aber da muss ich ja jetzt dann da irgendwie hinfliegen. Du musst einmal praktisch drumherum und dann... Eine Kurve fliegen, also mehr Kurven fliegen. 4 Kurven wahrscheinlich so einmal im Kreis. Hui, hui, hui. Der Flügel kann schön wackeln. Oh. Sieht so aus, als müsstest du auch ein bisschen tiefer sein dann. Ja, jetzt wird's lustig, das habe ich nämlich beim ersten Versuch da uns auch nicht hingekriegt mit diesen Dingern. Einmal nicht vorstellen. Jetzt klappt's besser. Oh, jetzt also, vibriert der Controller. Oh! Oh! Jetzt haben wir verloren, jetzt ist es aus. Der Controller vibriert. Aber dass ich das richtig verspiele, das. Und nach 10 Sekunden schlaft dein Pastor ab und knallt in den Wald rein. Wo die Blutflecken am kleinsten sind, da ist die Landebahn. Hätte ich auch gesagt. Okay. Das heißt, der muss dann einmal so im Kreis fliegen. Ja. Weiß aber momentan nicht, wo mich jetzt da den Kreis erstmal ansetzen möchte. Ja, ich weiß erstmal nicht, wo ich da reinfliegen muss. Ja, du musst ganz hinten beim Großen musst du reinfliegen und hier ganz vorne links dann beim Kleinen ist dann die Landebahn. Das heißt, du musst jetzt eine Kurve nach rechts fliegen, damit du dann nach links anfliegen kannst und dann gegen deinen... Sorry, ja. Kontrolle oder nicht? Ja, ist es ja okay. Mach einfach. Sag mal, hat Niki eigentlich da hinten nur noch ein Rad? Draußen zu Ja, stimmt, sieht so aus. Ja, ist das andere von einfach... Beim Ikea liegen geblieben. Und lustig. So. So. Jetzt bin ich und jetzt einfach reingerachen. Jetzt einfach, wir werden alle. Das fliegt ja jetzt schon die Kurve, Michi. Darf ich dir kurz einen Hinweis geben? Du fliegst links. Falsch an. Du fliegst gerade in den Gegenverkehr. Und du bist zu schnell. Okay, er fliegt direkt jetzt unten schon rein. Wir werden alle sterben gleich. Du fliegst im Gegenverkehr, Michi. Diese Maschine ist am Ende. Ist ja auch egal. Dann mach wenigstens in den Wald und nicht irgendwelche. Wenn der Pilot schon so psychomäßig lacht. Guck mal, er hat nur noch ein Rad da unten. Oh mein Gott. Bald nicht mehr. Oh Scheiße. Nein! Wir nein! Haben die Landebahn erreicht. Ich glaube, das ist die Landebahn. Ja, ich glaube, wir haben es geschafft. Profi hat ihn doch hochgezogen. Naja. Und der Firma mal die Landschaft in Zürich kennenlernen. Ich sehe auch nichts außer wegfallende Bäume. Guck doch mal aus der Cockpit-Perspektive, sieht bestimmt noch lustiger aus. Hey, man kann die Bäume besser erkennen, das ist gut. Tut sich gleich so ein riesiges Loch einfach so ein Kr- Sie haben das Ziel erreicht. Sie haben es nicht geschafft. Also lieber mal try again, please. Meine Damen und Herren, Sie haben Pech gehabt. Steigen Sie hier aus? Shut down the engine. Ja, ich kann die Engine ausschalten.
Ja, aber irgendwie hättest du gerade zurückgebiegt, dann können die Luft. Aber ich kann auch Shutdown the Engine machen. Meine Damen und Herren, das Buschmesser finden Sie zu Ihrer Linken. Dann einfach raus und viel Spaß. Rechts die Machete, wenn Sie nochmal den Piloten eins mit. Wenn Sie sich nochmal bedanken wollen. Richtig lieb haben wollen. Wie normal bei so einem Flug, wenn es klappt, wo alle klatschen, in dem Fall. Wird einfach mal die Machete gezückt. Für so die Machete von oben nach unten. Jeder darf sich jetzt nochmal beim Captain bedanken. Drück mal gerade alles Mögliche hier, was man drücken kann. Was war das für ein Menü? Ah, was kann man hier machen? Das gibt's für ein Menü hier. Da kannst du das Wetter wahrscheinlich ändern. Jetzt auch noch so ein Wirbelsturm. So eine Kuh. Der noch da rauslobt. Ja, ich finde, das ist ein gutes Thumbnail. Aber das andere war besser im Ikea. Ja, du, Michi? Ja, jetzt versuche ich die Maschine zu shutdownen, weil ich denke mal, das wir sind jetzt halt irgendwo angekommen. Oh, müde. Das ist aber auch nicht einfach. Ich frag mal so Ground Service. Ja, da einfach auf den Rücken liegt. Ja, vergewaltige mich. Los, jetzt einfach so kitzeln. Dass mein Bruder richtig schön ausschlägt. Da hat er gar keine Reifen mehr, oder? Scheint nicht so zu sein. Da ist alles weg. Alles weggerupft, alles. Ah, wir sind schon wieder da. Wo sind wir denn jetzt? Wie ist das passiert? Ich habe die Tastenkombination, aber wo muss ich denn jetzt hin? Hilfe! Links wieder zurück zum Start. Burghof. Ja, wieder am Anfang, bist du wieder am Anfang, ne? Ja, und du stürzt gleich wieder ab. Was? Das kann nicht sein. Liebe Gäste, dieser Flug endet nie. Willkommen in der Hölle. Langolias. Oh Gott. Hilfe, 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 ein Mut aus! Nicht die armen Leute. Mich hat die Leute aufgelöst. Hui. Das Dach hat er abgerissen. Kurz vorm Ziel? Also aber eigentlich müssten wir jetzt, wir sind ja schon in Zürich, eigentlich müssten wir ja mal gucken, ob das Letzigrundstadion irgendwo ist. Oh Mann. Aber genau, machen wir noch so eine Sightseeing-Tour. Ich habe aber keine Ahnung, in welche Richtung wir da müssen, aber das finden wir heraus. Oh Scheiße! Schon wieder herumkippt, ey. Hilfe! Nein! I want not landing here! Ach ja! Ach ja! Ui, wie so ein Profi. Okay, nochmal. Und bumm. Das ist kein Problem, wir wissen ja jetzt schon, wie es geht. Und ja, genau. Das ist jetzt wie so ein, diese Rückblende in F1 spielen. Stimmt. Die kennen wir von heute auch schon. Wenn du die 1000 Mal betätigst, hat es bestimmt da rumgeschafft. Ja, guck mal, da unten ist so ein Stadion. Hä, wo, Bäm? Kann nicht sehen, mal Auge fragen und wieder sehen. Nein, ich bin da alle. So ein Boot. Müde. Ist hier das Stadion? Hallo. Wink, wink. Wie so ein Ton. Keine Sorge, ich hab alles im Griff. Ja, genau. So sieht's aus. Aber nur, wenn du gerade die Stewardess begrapscht. Ich suche das Letzigrundstadion. Warum ist das Cockpit so niedrig?
Gut, dass der Treibstoff bald ausgeht. dann stürzen wir halt ab. Aber ihr stört dieses AT. Ja, kann ich natürlich auch Stadion nicht finden, wenn da so Einblendungen drin sind. Irgendwo muss ja Zürich sein. Stop in the name of love. Before you break the airplane. Take it oh, whoa, whoa. Take it oh, whoa, whoa. Stop, stop, Porno, Porno. 2-6, 2-5, 2-4, Landing Assistant. Ich glaube, du bist immer noch zu schnell, Michi. Ich habe Stadion leider nicht gefunden. Dann zieh hoch. Mein Mann, was habe ich das gegen... Oh Gott, oh Scheiße. Macht der gerade der Flugassistent selber, oder? Ich glaube, ja. Hold X, X, X! Wo willst du denn hin, Michi? B, 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 B! Und press X. Taxi-Speed. Wo du wie ein Taxi fährst. Ich drück doch schon beides. Ja, dann musst du auch vielleicht nochmal irgendwo da, wo die Landebahn. Parken. ATC. Ist nicht so eine Band? Ja, na, 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 na. That goes around the world is na, 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 na. Das ja, war so eine Schweden-Kombi, glaube ich. War auch so schwedische. Aber auch so One Hit One da nur. Der andere war André Tannenberger ATC. Tune ja, on your grounds, request a taxi. Ja, ich request mal a taxi. Hab so ein Taxi angefahren. Oh yeah. Oh yeah. Zurich Tower, Beechcraft, X-Ray Golf, Sierra, Cancel Land Information, Quebec 1700 Zulu. Wind request taxi to parking. Zurich Ground, Beechcraft, Alpha, I walk Sierra, in the park. X-Ray Golf, Sierra Taxi to parking. Step in the park. Wie die Maschine halt ausgeht, weiß halt auch keiner. Ich glaube, die geht halt einfach auch nicht aus. Die bleibt gewartet. Kommt da jetzt noch so Taxi? Ich glaube, das findet mich gar nicht, oder? Ja, da wo du bist. Du bist ja auch nicht nur da, wo du feindlich sein wirst. Da ist die Landebahn, da ist die Landebahn, da muss ich runter. Ja, Landebahn. Landebahn. Du bist so schnell, du bist so hoch, du bist so schräg, du bist alles. Ich glaube, du sein wirst. Das ist aber eine Landstraße, Scheiße. Das ist, also beim A-Team würde ich durchgehen, oder dafür? Beim mit der Murdoch. Mit der Murdoch steht schon im Namen. Oder der Quack. Der Quack. Der Quack-Pilot. Turbulent wie ein Quack-Pilot. Hier, Michael. Er crasht alles. Und auf jeden. Bleib sicher. Oh, hallo. Oh, oh Mann. Wie war das mit Quack, der Bruchpilot? Ja, toll, er hat wieder in irgendeinem Haus gelandet. Jetzt müsste so eine Frau rauskommen. Hallo, haben Sie was zu essen? Gut gefahren.
Ja, B. Sie shutdown so Maschinen, aber sie shutdown ja nicht. So. Wir beamen uns halt nochmal in die Luft. Täglich grüßte Murmeltier. So, da ist jetzt doch irgendwo so eine Landebahn. Airspeed, too high, too high, too high. Du sollst ja an der Wand fliegen. Ich glaube, Kenny hat auch schon mit dem Leben abgeschlossen. Da ist eine Landebahn, Hilfe, hier rüber, da ist die Landebahn. Wo ist denn bei dir die Landebahn? Ja, hier ist doch eine Landebahn. Ist doch ein Flughafen. Aber auf die sollst du doch gar nicht. Ja, aber auf die sollst du doch gar nicht. Du hast doch die rote Blutmarkierung da hinten wieder. Ja. Wo denn? Da ist doch gar keine Blutmarkierung. Links, hier. Links, da. Oh Gott. Oh, ach, fliegt doch welche, die ganzen Flugzeuge da einfach sind. Einfach rein, ne? Ich würde sagen, das ist doch perfekt gelandet, oder? Da kann's Taxi mich ja gleich. Wie man mal applaudiert. Nach so einer Landung. Oder auch. Sie haben das Ziel erreicht. Die Maschine läuft halt immer noch, ich kann das nicht nachvollziehen. Ich soll doch jetzt einfach mal abschalten, ich bin doch jetzt gelandet. Weiß auch nicht, was der Problem ist. Irgendwie Shutdown Aircraft System, da irgendwie diese da drunter sind? Oder nicht? Leider nicht. Ground Service. Back to Clearance. Ich drücke jetzt einfach mal hier wild rum. Einer wird mich ja schon mal beantworten. Kannst du nicht dieses Fenster schließen? Dieses Fenster kann ich schon schließen, aber dann ist das weg. Einfach ja, die Maschine in die Luft und jagen. Und da drüber dieses Objekt End of Flight Shutdown Aircraft System. Kannst du da dieses End Shutdown Aircraft System, dass dieser Pfeil von nach rechts nicht nach unten, damit da irgendwas auftaucht? Nee, nee, das geht nicht. Komisch. Verstehe ich nicht, warum du das eine Fenster angehen kannst und das andere nicht. Oh. Das ist schon wieder alles. Das ist so eine Never-Ending-Story. Das ist wie, und täglich grüßt der Schnee mit dir. Und täglich grüßt der Rückflug. Es gibt keinen drin. Die müssen runterkommen. Müssen ja richtig landen. Sonst. Ich muss mal das letzte Grundstadion suchen. Wenn der Kenny nicht schon im Koma wäre, könnte uns der wenigstens helfen. Was? Ich bin da. Ich bin da auch. Aber er hat es aufgegeben, warum sollte er noch? Ja, warum sollte ich auch? So, jetzt muss wow. Ich. Wow, was bist du für ein Co-Pilot? Ja, aber hat denn der Mickey auch einfach gehört, was wir zu. So, Landing Flaps. Ja, fliegt ja schon wieder falsch an, da ist ja die Problematik. Ja, aber ich muss es ja irgendwie anfliegen. Ja, und du siehst doch, dass die rote Grote links von dir ist. Also da reinfliegen und nicht hier reinfliegen. Musst du doch nach links, nach links. Ja, ich muss doch die abfliegen, oder? Ja, aber hier ist das Ende davon. Hier musst du ja nachher runterkommen. Es wird langsam Nacht, oder? Täusche ich mich nicht. Die Sonne geht langsam und nachher siehst du halt gar nichts mehr, wenn es hier dunkel ist. Halt, du musst hier in dem Ding bleiben.
So. Nein, du musst hier in diesen Vierecken bleiben. Und ein paar Süßes für die Konfi. Hattest du mal eine erfolgreiche Landung, Kenny? Glaub nicht, ne. Oh, ein Frodo. Ja. Aber ich habe ja, glaube ich, auch nicht viele Touren gemacht. Da war ja nur in dem Stream so ein bisschen rumfliegen und schauen, was das Spiel so kann. Ja, ich kann mich nur in den Vorgarten erinnern. Und? Das nenne ich nicht erfolgreich hier landen. Und dass ich mich erinnern kann, dass ich doch Kenny gebeten habe, doch diese schmalste Landebahn, die doch in Spanien oder Portugal oder irgendwo gibt, doch da mal anzufliegen. Das ist nicht so gut. Ja, mal schauen, wir sind nach der ganzen Zeit bei 1,33 Gigabyte. Ja. Ah, dieser Wackelarsch von mich. Opulenzen. Ja. Wie mich hier noch die Maschine versucht hochzuprügeln. Ja, jetzt erstmal drehen, damit wir es jetzt vielleicht von der richtigen Richtung endlich mal schaffen. Also das scheint jetzt tatsächlich, jetzt sind wir vielleicht auch mal in der richtigen. Jetzt muss es einfach nur in diesen blöden Vierecken bleiben, die Maschine. Ja. Und zum richtigen Zeitpunkt wissen, wann wir dann die richtige Höhe zu haben. Das ist die richtige Schule. Und dieser Too-Fast-Hinweis heißt übrigens, dass du zu schnell bist, Mann. Ja, aber wenn ich langsamer mache, dann tue ich doch hier. Dann tue ich doch höher. Hier. Ich glaube, du müsstest jetzt hier noch eine höhere Höhe zu den Zeiten haben. Du musst den Joystick ganz liebevoll bewegen, Michael. Nicht so ruckartig. Nicht so, wie wenn du an deinem Schniedel rumspielst und ich kurz vom Abbau bist. Ganz liebevoll. Das möchtest du doch gar nicht wissen. Also nicht, wenn die Frau dann loslegt und du zu früh kommst. Das ist auch scheiße. Aber mein Arbeitskollege hat mal gesagt, lieber zu früh komme, wie gar nicht komme. Weil das ist ungesund, wenn man gar nicht kommt. Ist das der die anderen Sprüche da auch schon rausgehauen hat? Ja, der hat schon ein paar so Dinger rausgehauen. Einmal gepflegt ein paar die Treppe geben. Ah, guck an. Na gut, ihr Ficker. Ich geh mal schlafen. Mein Wecker. Nein, Hello. Das war doch gerade jetzt richtig. Kenny, mach's gut. Gut, schlaf's gut. Auf Wiedersehen. Also gerade war das mit dem Hinweis. Ja, du warst halt von der Geschwindigkeit her gut dabei. Ja, ich drück ja gar nichts drauf. Ich tue ja nur noch dieses Ding in dem Ja, aber dann musst du auch mal versuchen zu bremsen. Dass du ja, wenn ich wüsste, wo. Hast du doch nie gebremst? Gibt es hier überhaupt eine Bremstaste? Nee, woher wüsste ich denn wo? Oje. Nein, der Auto! Tschüss, Paddy! Du musst doch irgendwo, eine Bremse. War doch gerade gurgeln und ausspielen. So. Hast wieder ein Papi gegurgelt. Ich hab grad rum, black. Press things to the gear landing.
erstmal die Dings rauskommen. Ja, aber er muss doch. Der wird zwar von selber irgendwie drosseln. Doch die Bremse finden! Das war ja schon mal bis dahin nicht so schön. Na gut, die Bremse hat er irgendwie gefunden. Ja, der Vogel ist eine gute Bremse. Und er hat doch die. Er hat doch beide Dings drauf. Ja. Beide Räder. Sind eben wieder nachgewachsen. Jetzt sind sie eingeklappt. Jetzt ist doch müde. Das kann nicht blau. Kurzzeitig war es noch blau. Das war aber. Oh Gott, wo ist denn jetzt das wieder hier? Oh, Scheiße. Wo ist denn das hier wieder? Oh ja, eigentlich ist es Zurückflieger, hätte ich gesagt. Okay. Oh Gott. Stell dir vor, so ein untäglich grüßt das Murmeltier und du warst halt die ganze Zeit wieder da. Hab ich ja vorhin schon mal gesagt, ja. Du musst halt wieder landen. Wenn so der schlimmste Tag des Lebens einfach immer wieder wiederholt wird. Oh, es klappt doch schon. Wie dreht ich diesmal aus dem Leben? Aber dafür, dass es ein Flugsimulator ist, verstehe ich halt nicht, warum die Crashes nicht richtig in Szene gesetzt. Sie hat die Weltkarte so abgerenkt. Das soll, glaube ich, nicht so sein. Ja. Die wollen ja auch nicht, dass man den Elfen September nachstellt. War schon mal versucht, oder wie? Damals, beim 95er noch, wo ich das dann irgendwann 2000 mal nachgespielt habe, ja. Na klar doch. Das klappt auch vorne und den. Wie wird dann die Geschwindigkeit runterkriegen, wenn du für mich weißt, wo die Bremse ist? Aber ich hab die dann immer berührt, ich muss sie jetzt nochmal berühren. Oh shit. Oh je. Bleib unten! Ja, aber wie willst du denn bremsen, wenn du nicht weißt, wo es geht? Was ist das denn? Was wie so ein Hase, der halt durch die Gegend hoppt. Oh Gott, was ist das für eine Anzeige? Was ist das jetzt? Hat mich ja viel kaputt gemacht. Jetzt hat er. Jetzt hat er die Matrix. Fliegt und ab in der Tower. Ja, super, wie ja, Unchecker. Und auf dem Dach gelandet. So, also, Schatz, man hebt unser Flieger ab. Jetzt ist sie kopflos. Ja. Final Destiny nicht. Und bist du nicht in die Lande und hebt gleich wieder ab. Ich fliege einfach weiter. Ja, ich bin doch jetzt hier auf der Landebahn, mal winkt der Landebahn darüber. Dann 500 Zentimeter hier rüber die scheiß Maschine, rüber, roll doch Hitzer darüber, ja, aber da. Weißt du nicht, wo die Bremse ist? Was bringst du dir denn? Du hältst da nicht an. Guck doch erstmal, wo die verfickte Bremse ist. Mann. Sorry. Und jetzt einfach genau und. Ach du, kannst du mich nicht. Bräuchte eine Sprachsteuerung. Verfickte Fuchser Arsch, landen! Und er hebt wieder an. Boing. Ich halt den Stick einfach, bis das ja, Ding in den Boden reinrammt. Du wirst aber schneller, 140 km/h. Weltrekord, boing, der Hase. Weltrekord im Bunnyhoppen mit dem Flugzeug. Aufgestellt von Michael Beispiel. Das bremst! Ah, Landing Gear, ja, ihr drückt alles, drücken! Und jetzt einfach die Räder einfahren. Blöpp. Ja, bloß er hat die Bremse irgendwo gefunden. Ist auch wieder nicht da, wo sie sein soll. Das ist schon Kilometer weg. Oh Gott. Oh. Ey, du bist auf der Landebahn auf jeden Fall zu stehen gekommen. Sie sind auf der Autobahn stehen geblieben. Sie sind irgendwo. Die Alarmsignale gehen auch schon an. Aber abgeschlossen ist der Flug noch nicht. Komisch. Wenn ich da zum Stehen geblieben oder so. Verstehe nicht. Langsam wird mir tatsächlich übel. Wir kommen doch gleich wieder in der Osterhase wieder hoch. Oh. Weißt du ja jetzt, wie es mich langsam ist, um die Bremse.
Ich glaube, die Antwort habe ich mir selbst gegeben. Okay, ich bin gelandet. Stehen bleiben. Du bleibst stehen jetzt. Er will aber auch nicht hören. Ich glaube, das hat gar keine Bremse, das Teil. Ja, gerade eben hast du ja auch irgendwie zum Stehen gemacht. Ja, da habe ich einfach irgendwo rumgedrückt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Einfach eine Viagra einschmeißen, dann steht er hier wieder. Boing. Ja, genau, einfach über die Köpfe hinweg. Füllen die Ansicht auch, dass du nicht weißt, wo du hinfährst. Und. Blam. Also ich glaube, Michi, ich würde alleine, das würde ich auf jeden Fall auch nochmal jetzt in den nächsten Monaten bringen. Das hat auf jeden Fall einen hohen Unterhaltungswert. Mir ist zwar auch relativ übel, muss ich zugeben. Aber ich roll jetzt nur noch. Ja, weil jetzt wahrscheinlich das KI auf der Duel reicht jetzt. Wir schleppen dich jetzt irgendwie zum Ziel. Auf jeden Fall bremse ich. Auf jeden Fall brenne ich. Naja, gibt es ja über eine Stunde geniale Action. Wie das der Joker sich das wirklich nochmal angucke. Ja, klar. Also, Joker, was will ich mal? Ich liege im Bett und schummel mir den Stuhl dabei rum. Ja, klar. Ja, sicher, so wie ich mir halt jede konnte, die Sachen. Immer schön am Hobel. Und dann die gute alte Zeit denke. Die einfache Version, die 40 hier, die kostet. Wie er jetzt da steht. Jetzt kannst du ein Taxi bestellen. Ich fahre Taxi Tag und Nacht. Das mache ich nicht nur so, denn ich bin auch mal nah. Aber wo? Keine Ahnung. Herrenklo in Süderbraub? Ich will kein Sky Condition, du Vollidiot. I will a taxi! Ground Service hier, Ground Service. Pushback, ich will aber a taxi! Du Idiot! Pushback ist, glaube ich, ein Taxi, oder? Schieb dich das doch nicht irgendwie dorthin zurück. Was haben wir hier Schönes? Aber nichts anklicken. So eine Scheiße hier. Was kann man als Landung durchgehen lassen? Request Taxi to Gates. For Take-Off Options. Nein, nein, ich will Taxi to Gates. Jetzt nochmal zurück. 300. Ja, bei my Abandonware gibt's mal 90 Flug. Taxiing to General Aviation Parking Beechcraft X-Ray Golf Sierra. Taxi to Parking and Fueling Options. Ich glaube, der Michi ist für mal gefangen. Nee. Ich stehe ja jetzt eigentlich. Ist ja die Frage, warum das die Maschine nicht ausgeht. Aber ich stehe jetzt auf jeden Fall. Das ist ja. Aber stehst du auch da, wo du stehen sollst?
Ich stehe auf einer Landebahn. Also ich stehe jetzt nicht irgendwo im Haus und im Gebüsch und... Warum müsstest du nicht irgendwo zu dem Tower oder ähnliches hin? Na gut, ich könnte mit dem Englischen halt hier auch jetzt... Taxi für Easy Parking und jetzt park mich mal, du Idiot! Ich bin hier gelandet. Ready for takeoff options, das heißt, du fliegst wieder los, oder? Taxi to parking and fooling options. Die 2? Ground Service? Ich habe keine Ahnung. Ich will parking. Takeoff, Ground Service. Cancel Clearance. Nein, I will not taxi. Parking. Beechcraft Alpha Sierra X-Ray Golf Sierra request taxi to parking. Aber immerhin kann man sich so schön drehen, kann das anzoomen. Taxiing to General Aviation Parking Beechcraft X-Ray Golf Sierra. Ja, aber du denkst jetzt meiner Meinung nach, du musst das noch irgendwo hinstellen, wenn das abgeschlossen ist, zu einer bestimmten Stelle. Steht jetzt irgendwas zu sehen, dass da noch irgendwas, irgendein Punkt aktiviert ist vielleicht? Ne? Seit wann sitzen da jetzt zwei überhaupt drin? in der Ansicht von innen war noch ja kein... Das sind dann Joker und das sind wir beide Joker. Warum soll ich denn jetzt da drin sitzen? Warum kann ich Weibo sein? Ey! Wenn, dann sitze ich höchstens hinten drin. Ich will nicht zu euch davor. Kotzt euch noch das ganze Armaturenbrett. Ja, also in meinem Auge ist das abgeschlossen. Guck doch mal bitte auf der Landebahn, ob da vorne irgendein Punkt noch ist. Das sind mehrere Punkte. Aber Ena ist doch da, was ich war. Geh noch mal, zoom mal noch kurz raus, Ena, eine Stelle. Da steht doch irgendwas. Das sind überall die Nachbarn. Ja, aber der Punkt war da rechts. Ja, aber ein Punkt war doch da gerade. Der Punkt war nicht, was steht denn da? Außen am Alps. Taxi aircraft to chosen destination. B250, das ist ein Exit Runaway. Exit Runaway, wo? Das steht da, bei den Objectives. Oben rechts. Exit Runaway. Ich weiß, ob die über bis zur Landebahn. Rechts oben. Aber ich hab kein Speed mehr, ich kann nicht mehr. Ja, weil sich wahrscheinlich die KI da irgendwie hingeschleppt hat. Geil. Und hier hat das Gaspedal. Die Ansicht ist geil. Oh nein, es geht schon wieder los. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Ja, ich muss ja irgendwo hinfahren. Also, die jetzt noch verstanden, weil. Die Ansicht ist echt cool. Aber es ist halt natürlich nicht unbedingt dafür, dass du jetzt damit durch die Gegend fahren sollte. Du fliegst vor allem schon wieder. Das geht denn. Wo ist denn die Bremse? Du hast doch gehört. Da parken ein paar. Auf der linken Seite. Jetzt sind wir froh. Jetzt wahrscheinlich da so die Kurve fliegen und da zu den anderen Flugzeugen. Okay. Oder einfach in der Tower bremsen. Einfach da in die Boeing rein. Ist doch egal. Nein, noch ein paar Leute. Fliegen wir mal schon wieder hier. Nein! Ah, sieht's doch gleich viel besser aus. Ja, einfach in so einem industrieverschwimmten Gebiet abledern und so ein paar Schweizer über sich truppeln lassen. Und noch mit dem Unterwegen. Und er ist wieder los. Und gute Nacht. Ich bin über dem Flughafen. Da muss ich jetzt landen, ganz einfach. Jetzt einfach runter. Du wirst einfach dahin gebiegt in die Luft, wo du eigentlich unten bist. Wo du zerschellt bist. Wo ich da runter muss, okay. Ach, warum reden wir auch? Ja, ich sieht doch ganz gut aus. Ja, einfach rein da. Ja, die Nase ist neu. Ja, das sieht gut aus. Ja. Ah, ist perfekt. Das geht ja auch noch, vor allem, was das Schlimme ist.
Wenn du jetzt die Bremse findest. Ich weiß nicht, ob es zählt, aber. Na, ich glaube eher weniger. Ich hab Down Aircraft Systems End Flight. Also für die nächste Aufnahme, ich würde erstmal sagen, halt gucken, wo das Gaspedal ist, die Bremse ist. Versuche auch nochmal einen Bolt umzustellen. Ist doch langweilig, okay. So kann er mich das sind doch die lustigen Sachen so hier. Okay, so kann er mich ja auch das nächste Mal einfach. Dann hat er, glaube ich. So, bist du abgehackt, also. Ich habe nichts verstanden. Ja. Packer. Leipzig. Was, RB Leipzig? Ja! Der Flugzeug ist aus! Ja! Ja, hattest du das vorhin nicht aber auch schon? Nee, da lief es die ganze Zeit. Aber was ist jetzt? Das ist wahrscheinlich der Sprit aus. Da mich im Schieß halt immer noch nicht da, wo du stehen sollst. Im Landefeld im Acker. Jetzt machen wir uns vom Acker. Terminated, du bist jetzt terminiert, du wirst jetzt einfach noch kommen. Ja, jetzt der Grauenservice. Kommt der Jäger und schießt rein. Kommt der Jäger. Michi startet die Motoren, plumpst und zack, zerschellt. Und da zammert der Jäger. Ich weiß gar nicht, ob er die starten. Was ist denn das für ein komischer Bär? Was ist das für ein komischer Bär? Der ist gar nicht so behaart wie die anderen. Aber oh, wir stehen jetzt auf jeden Fall sicher, würde ich sagen. Ja, hast du es denn jetzt geschafft? Dann beend doch mal die Folge. Was wolltest du jetzt noch machen? Irgendwie zurückkommen. Ich will ein Taxi. Denkst du, der Hänger? Shutdown der Aircraft System. Das ist irgendwie nicht so ganz... Also für mich ist das ein abgeschlossener Flug, die Maschine ist aus, wir sind halt nicht ganz auf der Landebahn, aber wir sind da. Das hätte auch in Ikea schon machen können, den Flug beendet. Ah, Ikea. Was ja, nochmal zurück zum Ikea. Ja. Das könnte ich einnehmen, dass du wieder von hier also Christian Streich wieder zurückfliegen. Der hat jetzt seine Sache in Zürich erlebt. Ich würde sagen, an der Stelle, das ist für mich erledigt. Ich weiß noch nicht, was da... Na, ich weiß. Schreibst du die Kommentare, ob das auch für euch erledigt ist. Wollt ihr mehr davon sehen im Jahre 20? Ich glaube, das Stück, das schneide ich eh auseinander hier. Ich glaube, das kann man nicht aufs Mal bringen. Das ist so lustig. Das muss man im Doppel bringen. Oder ich drücke jetzt noch mal die beiden Schultertasten und Ding, dann fliegen wir vielleicht gleich noch mal. Never ending story. Ich muss schlafen. Ja. Never ending story. Lalalala. Aber gerne wieder. Oder wollt ihr lieber, dass wir wieder... gerne wieder gemeinsam abstürzen? Ja. Oder wollt ihr lieber, dass ich wieder auf dem LKW fahre, weil das sicherer ist? Da weiß ich nicht, ob das eine sicherer ist als das andere. Aber ich glaube, Ja, Style, kannst du ein schönes. Wir beiden da drinnen sitzen, als wir gleich Anschlagplan. Ich probiere noch die A380 noch in Freiburg zu landen. Ich sag schon mal danke fürs Zugucken. Danke euch fürs Dabeisein. Für mich ist das abgeschlossen, Maschine ist aus. Wir sind gelandet und egal wie das passiert ist. Wir hatten Spaß. Ja, natürlich, weil nicht wahr? Sollte ich das Spiel mit HD auch mal zulegen und das funktioniert. Was, du willst es mit HD zulegen, das Spiel? Oder mach mal. Das ist hier Thumbnail für die zweite Folge. Und da sage ich mal. Sämtliche Remote-Play-Kommentare werden einfach schon rausgefiltert, Jörg. Werden schon gelöscht, ja. Nee, ich habe mir gesagt, wenn ich es holen sollte, mir, es funktioniert auf meinem Rechner, wird es nicht anders. Vielleicht hole ich mir noch. Ich glaube, ich lade mir noch Flugsimulator 95 runter, um zu erleben, wie es der Joker damals erlebt hat. Jetzt ist Michi auch abgehackt gewesen. Alles ab. Ich sag.
Alles abgehackt. Racing. Flugzeug abgehackt. Auf Wiederlorke. Und mit einem schönen Flügelschwenker bis zum nächsten Mal. Vieles abgehackt. Bis zum nächsten Mal. Never ending story. La 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 la.